ist der, den ich wohl runtergehauen habe. Ich dachte, dass er noch lebt. Oh ja, Gott. Das ist was für ein Gegner-Spawn. Das ist kleiner. Also kannst du rechts da sehen, wenn deine Yooka-Leiste. Beziehungsweise die Waffen fangen an zu leuchten. Hier, guck mal, leuchtet irgendwie lila. Okay. Oh, der wieder. Oh. Ich würde Feuer echt. Pass auf, dass du nicht ins Feuer rennst. Der greift irgendwie anders an als der vorher, oder? Der hat auch eine Waffe, glaube ich. Leute. Pass auf. Oh oh. Was macht der da, Alter? Aua. Mich angreifen. Ja. Ich mag sein Moveset nicht. Aua, aua. Das ist so weh. Die Attacke tut mega weh. Warum greift denn nur mich damit an? Ich konnte nichts mehr machen. Ja, er hat mich komplett gestaggert. Ich hab gerade die ganze Zeit X zur Seite gedrückt, um auszuweichen. Ja. Ah, ist tot. So was hat er gemacht und hat mich gestaggert, weil ich wollte X zur Seite und ausweichen, aber mein Charakter ist da stehen geblieben und wurde dann von seinem Griff. Also, was du machen musst, wenn die dich halt öfter angreifen, musst du gucken, dass du das halt, dass du blockst. Hab ich ja, aber ich war in irgendeiner Animation von ihm, dass er mich so griff oder so, keine Ahnung. Hab ich nicht gesehen. Ich habe jetzt jedenfalls nur noch eine Heilung. Der hat mich so oft mit diesem Jump-Attack angegriffen. So. Kopfe. Müssen wir kurz gucken. Ich würde echt gerne einen Schrein finden. Ja, so ein Schrein wäre jetzt echt Knorke. Hallo, jemand zu Hause? Oh, da ist ein bisschen größerer Gegner. Pass auf. Ach, das ist wieder der Typ. Pass auf, der wirft sein Nächster. Naja. Oh, Katz hat ihn gekillt. Ja, warum hat er noch 1 HP? Er ist tot. Der hat bei mir noch 1 HP. Na, ist bei dir verbuggt, der ist aber tot. Ich auch. Oh, Katze weg. Ja, irgendwie feiert die Katze mal total. Ist das der Anfang? Ist das? Ist das der Anfang irgendwo? Also du hast auf jeden Fall eine Leiter runtergekickt, also gehe ich mal davon aus. Problem ist bloß, das bringt uns nicht so mega viel, da wir die Heilung nicht wiederbekommen. Da hinten sind Leute, okay. Was ist hier? Pass auf, dass du dich jetzt Feuer rennst. Was? Ja. Das ist ein Jucker. Oh, jetzt läuft meine Waffen auch so lila. Einfach rein.
Ja, ich war gerade von meinen lila leuchtenden Waffen so beeindruckt. Achso, von deinem Anime-Run da. Dass du so anime-mäßig rennst. Du meintest. So hier, oder? So hier. We are fighting, genau. We must. Okay, der Typ hat einen Helm auf. Hä? Ist angefangen. Dann hat er gerade mega viel Leben verloren und dann wieder beginnt er wieder. Ja, ich weiß. Ich bin tot. Kannst du mich wieder blenden? Der hat mich gewonnen. Also, der hat mich. Aua. Ich hab keine Ausdauer mehr. Fuck, ist keine Ausdauer mehr. Einfach zu mir gedrückt, krass, nice. Fuck you! Alter. Okay. Ich wollte nicht sterben. Alter, unsere blaue Leiste, guck dir die mal an. Ich weiß, darum wollte ich nicht sterben, weil sonst wär's verkackt jetzt. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass der dich getötet hat. Ich war jetzt mitten vorne und hab. Ah, oh Gott, das ist auch noch einer. Der hat mich gecomboed zu Tode, hab ich dreimal angegriffen nacheinander und ich war tot. Okay. Ja, ich hab zweimal daneben geschossen. Ich wollte mich vor dich stellen, damit ich die Schuss blocke. Alter, ich will ihn schreien. Dann schrei doch einfach. Also, ich habe jetzt drei Heilungen wieder bekommen. Die zwei. Gehen wir hin, rechts oder links? Links sieht netter aus irgendwie. Hier ist ein Schrein, glaube ich. Oh. Echt? Ich glaube. Mein Gefühl sagt mir, hier ist ein Schrein. Da hinten sitzt wer? Kannst du den abschießen mit dem Fall? No. Was? Wow! Das sind also die Mimics, okay. Das bist du. Hä? Du Nachmacher! Nimm doch deine Waffe. Es gibt nur einen wahren Martox hier. Hör auf damit, mich nachzumachen. Okay, also gibt es hier doch so Mimic-ähnliche Truhen. So, wo ist jetzt der Schrein, den du versprochen hast? Das war schon alles auf dich schieben. Hä? Ich hab gefragt, wo ist jetzt der Schrein, den du versprochen hast? Also, ja. Ich wusste nicht, dass es Mimics gibt. Das ist das, was ich den gesehen habe. Naja, also es gibt jetzt hier. Ich bin mega erschrocken, ey. Mimic-ähnliche Gegner. Das ist irgendwie auch voll interessant. Das bist du in Wirklichkeit, du willst bloß, dass ich sterbe. Ja. Alter, ich. Ah, hier ist ein Schrein, hier ist ein Schrein. Kann man von oben reinhüpfen? Alter, komm. Ah, hier ist eine Tür. Nein! Kann auf der anderen Seite geöffnet werden. Können wir da rein? Thomas. Shit. Ja, ich wollte gucken, ob hier was ist, aber. Kannst du. Durch, ohne dass du stirbst? Ja. Okay. Vielleicht kann man von oben runterfallen oder sowas. Oh, da sind zwei Gegner. Pass auf, hinter dir. Den zweiten kann ich von einem angreifen. Oh, der lebt noch. Der andere reagiert überhaupt nicht. Warte. Okay, das ist einer. Zwei. Aua. Ich komm. Nein! Ich bin runtergefallen. Und die laufen seit hinterher, sind unten. Okay, ich komm. Ist runtergefallen mit mir. Auf, dass du nicht in der Paralyse reinrennst. Okay. Hoch geht's. Wie
wenigstens kriegt man hier Heilung wieder, wenn man einen Gegner auftötet, wie es aussieht. Kommt runterkippen, was macht das? Ich glaube jetzt, ne? Ja, jetzt ist das Feuer wenigstens aus, aber da unten ging es ja nicht wirklich weiter. Nee. Kann man das jetzt aufmachen? Nee. Ach doch, hier. Hier kann man lang, okay. Ich glaube, hier geht es weiter. Lass mal oben nochmal lang gucken. Nicht, dass wir da irgendwas verpassen. Das ist eine Tür, eine große. Das ist, glaube ich, der Endboss. Das sieht sehr Endboss-mäßig aus. Oh cool, hier sind Leichen, durch die du durchlaufen kannst. Ja, die fallen zu Staub. Thanos, nein, tu's nicht. Nein. Auf der anderen Seite, da ist noch ein Item. Ich will nicht durch das Feuer laufen, das sollen. Hier hinten können wir lang. Ja, ich bin hinter dir. Siehst du das? Müssten aber das Feuer ja auskriegen, what the fuck? Ich heil mich mal und versuche mal durchzuspringen. Mann, ob das eine gute Idee ist. Weiß ich nicht, du bist auch durchs Feuer durch. Aber das war nicht so viel. Ich bin durchgejumpt. Warte kurz. Also geht jetzt zur anderen Seite und ich mach die Tür auf. Ist auch eine Leiter. Hallo. Jetzt Heilung. Halleluja. Oh, von hier aus. Halleluja. Und Dara, was ist das? Okay. Auf dem Kante. Lol, ich kann so komischen kleinen Pfeile auf den schießen. Oh, mit einem Hammer zermatschen. Wow. Manche Seelenkerne sind seltsam. Ja, ja. Sind halt die Moves von den Monstern. Aber halt einer. Lass mal den Basar angucken, vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes. Nö, nee, bei mir nicht. Ich guck gleich. Mit den Amuletten, die du da siehst, in dem Basar, kannst du Umnoji leveln, also Magie so gesehen, mit diesen Talismanern. Wenn du das vielleicht benutzen willst. Das kannst du auch nur benutzen, um dich zu buffen, wenn du jetzt nicht denkst, dass du das groß benutzen wirst. Wenn du irgendwie mal eine andere Option noch haben willst, außer mir nur drauf zu hauen. Na, Salz kann ich kaufen. Nee, ja, das ist es nicht. Das müsste ein Talisman sein. Oh, hier geht's hoch. Wasseramulett. Ein Amulett, welches Magier mit geheimnisvoller Energie versehen haben. Verleiht bei Benutzung deiner Waffe die Macht des Wassers. Genau, und wenn du sowas öfter benutzt, kriegst du dann irgendwann einen Punkt dazu. Wie bei den Waffen. Musst aber dann mehrere davon kaufen. Ach so. Okay, dann. Oh. Was du? Bin da. Hoch. Hier oben ist aber ein Gegner. Ich guck mal, ob ich mich ranschleichen kann. Das ist ein Dicker. Mal stehen. Da oh, ist einer. Ja. Reichweite ist, pass auf. Ja, hab ich gekriegt. Der Griff kam ein bisschen später, als ich gedacht habe. Oh, Schmiedeschlüssel. Das ist bestimmt für den Endboss. Das ist, denke ich, für den Endboss hinten, das ist für das große Tor. Mal gucken. Ist noch hoch. Ja, hier ist noch ein Gegner, der dann auftaucht. Was haben wir gerade? Hinter uns! Hinter dir! Ist tot. Da ist auch ein Yokai hier. Ja, ja. Das ist das, was ich gerade meinte. Lass erstmal hier gucken, ob nicht das extra Ads sind oder so. Dass jetzt hier aufstehen. Ja. Ja auch. Kannst die vorher angesehen, bevor sie aufstehen. Oh. Muss erstmal hier rumrennen. Hier hinten hängt noch ein großer. Was er finden. Was ist das hier?
hier? Waren wir hier schon? Ne. Ich streich mich mal ran. Ja. Ja, da wird's nicht viel gemacht. Ja, hat auch gar keine Chance gerade gehabt, irgendwas zu machen. Okay, ja, hier können wir das Feuer ausmachen. Das ist eine Truhe. Ich würde sagen, erstmal den hier killen, ne? Okay, wollen wir denn zurückgehen? Weil da sieht's jetzt nicht so geil aus, kämpfen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ich lauf dann mal zur Seite. Also hier rein. Ja, ach, das ist nur der. Cool. Ich hab den. Oh, Alter, der hat mir voll viel Damage gemacht. Was denn? Pass auf. Oh, jetzt habe ich seinen Kern bekommen. Ich weiß nicht, ob das eine Mimik-Truhe ist. Mach aber auf. Okay. Ja, tot. Oh, ich hab. Locker Magier eines. Magiers, genau. Ja, da kannst du da auch einen Punkt mehr holen. Kannst du aufleveln dann. Vielleicht hast du da irgendwie einen Buff oder so. Ich glaube, rechts sind die Buffs. Ach, man kann die verwenden? Ja, kannst du verwenden, kriegst du einen Punkt dafür. Ja, dann kannst du deine Waffe mit Wasser buffen. Das heißt, ich kann das andere auch, die Ninja locker auch benutzen. Mit links. Okay. Du kannst das halt einfach machen, da kannst du vorbereiten an dem Schrein. Das sind alles Buffs. Wenn du das mal anguckst. Unten Feuer, rechts Wasser, oben. Ah ne, oben ist Feuer, unten ist Blitz, rechts Wasser und links ist Gingyokai. Kannst halt einfach mal benutzen. Ja, ich hab grad. Wird zwar nicht so viel bringen, aber wenn es umsonst ist, kannst du ja deine Waffe buffen. Ach, da unten diese Magie, ne? Genau. Feuer. Reinheitstalisman. Blitz. Und Wasser. Was meinst du, was wäre da effektiv? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Feuer ist recht nice, ist Schaden über Zeit. Feuer dann. Für den nächsten Gegner wird das aber nicht so geil sein. Jutsu bereit machen muss ich dafür. Hier ist noch ein kleiner grüner. Genau, du musst dann zum Schrein zurück. Dann hast du so ein Max an Sachen, die du ausführen kannst. Ich kann zum Beispiel nicht, weil ich bei meinen Ninjutsus da alle verbrauche. Hinter dir ist dann der Balken, wo ich stehen muss. Ich bin gerade noch im Menü zum Leveln. Ja, ja, du hast Zeit. Zum Leveln? Skillen. Skillpunkte. Achso. Achso. Ich dachte, dass wir jetzt irgendwie so großen Leck haben, dass du unten zum Schrein hingerannt bist. Nein, nein, ich hab Skill Tree geöffnet und konnte da auch noch Metamorph skillen. Wollen wir den Typ hier rufen? Na, lass mal lieber. Hier ist es irgendwie so gefährlich mit runterfallen. Wir können einmal gucken, was wir jetzt da im Wasser gemacht haben. Oder wir können halt hier weiterlaufen. Was ist dir lieber? Wir haben auch noch das Tor, ne? Ich glaube, das Tor brüllt irgendwie Endgegner, wenn ich ganz ehrlich bin. Mal, mal hier. Kannst du das mit deinem Talisman mal fix machen? Na, muss ich nur erklären, wie das geht. Du gehst dann da hin, da hast du da irgendwo vorbereitet. Ach, da Jutsu bereit machen. Genau. Ja, warte, ich hab. Was ist das? Okay, da habe ich den Feuer-Talisman. Genau, und dann kannst du halt. Wenn du es levelst, kannst du mehr reinhauen. Kannst so viel reinhauen, wie deine Kapazität ist. Ja. Drei Stück, also zwei kann ich reinhauen, dann habe ich 3 von 3 Kapazität. Genau. Und das heißt halt, du kannst dann 3 benutzen, bis wir zum neuen Schrein hinkommen. Also heb dir die am besten auf. Bis wir irgendwie stärkere Gegner bekämpfen.
Und wenn du halt Magie hochlevelst, kannst du auch noch mehr benutzen von denen. Und die werden halt stärker. Vollgehalt werde ich nicht, oder was? Nee, das kriegen wir nur einmal. Du kriegst auch keine neuen Heilungen. Die Uses von den Jutsus werden auch nicht erneuert. Und wie verwende ich das Jutsu dann, wenn ich das jetzt ausgerüstet habe? Ja, das musst du ausrüsten, das ist ein Item. Das musst du dann in deinem Steuerkreuz hinpacken. Oh. Das geht bei Equipment hin und dann ganz unten. Ach da, Feuertalisman, ja. Genau, packst den rein, dann kannst du halt mit deinem Steuerkreuz, wo du das hingepackt hast, deine Waffe buffen. Dauert aber ein bisschen. Okay. Also am besten mach das, bevor du kämpfst. Hier hinten ist wieder ein Gegner. Willst du gleich mal benutzen? Das ist wieder ein Yokai. Ja. Okay. Lass mal rauslaufen, ne? Das ist mega eng. Okay. Ja, und ich bin voll ins Feuer. Und tot. Fuck. Ja. Dämliches Feuer. Der steht immer noch drin. Weitermachen. Du meintest aber irgendwie schon von einer halben Stunde, über einer halben Stunde, dass du bald los musst. Na, ich habe jetzt die Info bekommen, dass in... Warte kurz, ich rechne in 20 Minuten. Meine Mutter da wäre. Achso, okay. Das heißt, wir können vielleicht noch den Boss schaffen hier, wenn es da einen gibt. Ja, mal gucken, wie das hier geht. Hast du weitergeklickt? Was jetzt? Ja, ja, ich habe auf Ja gedrückt. Okay. Gucken wir uns doch mal. So, ich habe doch zurück hier. Hier ist kein Feuer, bleiben wir hier. Das, so. Das war ein Lag. Ich dachte gerade, da wäre noch einer. Shit. Ich hab den Timing verkackt. Ah, ich hab so viel Damage gefasst mit dem Mistvieh. Ist ein Tor. So, nee, und Dislike Farm, danke für den Raid. Vielen lieben Dank und hallo an alle, die jetzt dazugekommen sind. Wir spielen Nio, aber maximal noch 20 Minuten, dann muss ich eine längere Pause einlegen. Was ist das bitte für ein Tod? Was? Von Norikabe wegen seines neutralen Verhaltens zerschmettert. Hä? Okay. Okay, ist... ich höre gerade irgendwas. Gehört. Oh Gott, das ist eine Wand, die lebt. Ist das eine... Guck mal, hier war da. Siehst du das? Ja, die verfolgt mich mit den Augen. Dann geh mal weg. Ich hau mal meine Kette gegen. Weil das ist sauer. Ich weiß nicht, ob das so... Oh Gott, wow. Ob das so eine gute Idee war. Ich glaube nicht, dass das so gut war. Okay, er scheint... Oh Gott, der hat seine Hände, okay. Ich werfe meine Alter! Er schießt wieder, pass auf. Okay, wir können es machen, er ist sehr langsam dafür. Oh oh. Okay, ich hab's geparried. Aua. Dort. Ist eine heiße Quelle. Was stimmt da drin? Okay. Cool. Okay. Was sind das für Dinger? Das sind Babys.
Warum sind hier Babys in der heißen Quelle? Okay, sind weg. Heilbad. Weil ich habe ein Achievement bekommen. Naja, Heilbad habe ich auch bekommen. Der hat nur ein Item. Ist aber auch ein NPC. Okay, was hat es jetzt gebracht? Jetzt haben wir einen Heal, Heal over Time, Hot. Alter, hier gibt es so viele Wege, wo wir langlaufen können, ey. Hier ist auch eine Tür. So, Dislike Farm meinte, ging mir nicht anders, ich brauche erstmal eine Pause. Ja, bei mir ist das eher so, ich habe mich zum Einkaufen verabredet und kann jetzt nicht absagen. Und einfach sagen, so, ja, tschüss. Deswegen muss ich muss gezwungenermaßen eine Pause machen. Hier ist ein Affe. Na, hinter dir ist, hinter uns ist noch einer mit Fall. Ich kill den erstmal. Okay, tut das an. Vergiss nicht, dass du noch die Yokai-Sachen benutzen kannst, ne? Ich vergesse es auch irgendwie mal gerne. Ja, ich vergesse es nicht. Ich finde das bloß von dem Handling her so ungewohnt, weil wenn ich ja R1 drücken muss, um meine Ausdauer zu regenerieren, kann ich nicht R2 gleichzeitig drücken, um Yokai-Angriff einzusetzen. Das finde ich halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist halt schon, dass wirklich alle Tasten irgendwas haben, ne? Naja. Viele Wege, die wir gehen können, holy shit. Wir könnten wo runterhüpfen, also kriegen ein bisschen Damage, aber da hinten ist eine Truhe. Geh da nicht runter, da ist Feuer. Ich meinte, wir könnten theoretisch durchdashen. Nee, also ich mach das nicht. Ich dash für uns durch. Soll ich? Ja, mach. Ich bin das letzte Mal gestorben bei so einer. Ich bin durch. Hier ist eine Truhe, wenn du nach hinten, wenn du, wo wir gerade lang gekommen sind, runter gehst. Die Leiter, letzte Leiter. Ich habe die Tür aufgemacht. Oh ne, ist nicht die letzte. Doch, ist die letzte. Hinter dir hier hinten ist eine Leiter. Ich hab aufgemacht. Na. Benutzt mein Charakter auch die Leiter? Weiß ich nicht. Aber hier gibt so viele Wege, ey. Also hier ist, glaube ich, wieder ein Yokai. Ja, hier ist wieder ein Yokai-Bereich-Ding. Ist das wieder ein starker Gegner? Ups. Oh, ja, das ist wieder dieser Hammer-Typ. Ist den? Das Problem ist, ich muss gleich weg. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen dann. Ich würde sagen, wir killen den Hammer noch fix und dann bleiben wir hier stehen. Okay, will ich noch fix beim Nenni stehen, würde ich sagen. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Das ist eine Ausdauer. Okay, ich bin gekillt. Ist keine Truhe? Ne. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier eine Pause, ne? Ach, hier ist eine Truhe. Ja, das wäre ganz cool. Irgendwas Interessantes bekommen? Kräutermedizin und irgendwelche blauen Equipment-Sachen. Also nicht. Ja, wahrscheinlich nicht so dann. Ja, wie gesagt, machen wir erstmal hier eine Pause. Genau, ich werde jetzt hier erstmal eine Pause machen, Leute. Ich komme später nochmal. Da ich nicht weiß, wie lange das genau dauert, werde ich den Stream jetzt erstmal ausmachen, nur damit ihr Bescheid wisst. Aber es geht dann nachher
weiter. Ihr könnt maximal so mit, sagen wir mal, 45 Minuten rechnen. Das ist das Maximale, wie das dauern wird. Deswegen danke ich euch fürs Reinschauen, fürs Zusehen und wir sehen uns dann hier an dieser Stelle nachher wieder. Bis später. Auf jeden Fall. Also ich glaube wirklich, dass wir hier am Ende sind. Also es gibt irgendwie so viele andere Sachen. Ich habe schon wieder einen anderen Weg gefunden. Ich scheine aber nur ein bisschen Loot zu sein. Naja, das ist irgendwie... Haben wir da 5 Millionen Abzweigungen und so, ne? Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder eine Leiter hoch. Bei dir da, wo du stehst. Dann daneben war noch ein Leiter. Und dann ging das irgendwie durch Feuer durch, das ist denn, ja. Darum will ich auch gar nicht zurücklaufen, weil ich nicht nochmal durch das Feuer durchrennen will. Naja, logisch. Also kannst du da durch, ohne zu verbrennen. Du musst bloß langsam gehen. So, ich hab... Achso, ich hab jetzt diesen Ninja-Skill. Deswegen zeigt er mir die ganze Zeit Level Up an bei den Skills. Weil ich diesen Ninja-Locke da benutzt hab. Meinst du Magie oder meinst du Ninja? Ja, diesen Ninja-Locke hab ich doch benutzt. Ninja ist doch... Ja, du hast beide gehabt. Shuriken, Schießpulverbomben, Tigerlaufschriftrolle oder Galnusbrühe? Keine Ahnung. Bei Benutzen erhöht die Schriftrolle Sprint und Ansturmgeschwindigkeit. Ja, hier Skill irgendwas. Ich weiß nicht, will das nicht wirklich nutzen. Aber ich habe auch keine Lust, dass da mal ein Ausrufezeichen steht. Naja, verständlich. So, jetzt bin ich ready. Du bist jetzt die Leiter wieder hoch, ja? Ja, und dann ist daneben noch ein Leiter gewesen. Da sind wir auch schon mal angelaufen. Okay, Nikasia ist auch wieder da. WB. Wäre etwas verspätet wieder da. War alles... Ich wollte mich... Wieder länger gedauert hat als geplant, wollte ich sagen. Was wolltest du? Ich wollte nur sagen, ich habe mich halt ein bisschen umgeguckt, wo wir jetzt noch nicht angelaufen sind. Und dann ging das hier doch ein bisschen weiter, als ich gedacht habe. Wie komme ich da zu dir hoch? Du musst da irgendwo ist eine Leiter gewesen. Du musst so genau auf der Seite irgendwo sein. Ach hier. Genau. Du musst hier nur langlaufen. Hier, glaube ich, schon. Ja, bei mir hat sich halt... Also das Einkaufen ging eigentlich relativ fix. Nur hat meine Mutter sich erstmal verspätet. Das war halt der erste Grund. Sie ist zu spät losgefahren. Das heißt, ich habe die ganze Zeit schon gewartet und sie war noch nicht da. Und schrieb mir erst, ja, ich bin jetzt erst da. Das war schon das Erste. Also 15 Minuten schon, sag ich mal, hätten wir auch noch spielen können. Und dann... Ich habe ja auch die Gegner schon gekillt. Und dann war meine Mutter leider zu erschöpft nach dem Einkaufen, sodass sie hier eine Pause machen wollte und deswegen... Sind das ja doch keine 40 Minuten gewesen. 1,5 Stunden Einkauf, das ist klar, dass du dein Schiff ist. Ja, wie gesagt, das Einkaufen ging eigentlich schnell. Das ging irgendwie, hatten wir 15 Minuten oder so erledigt. Ja, soll ich hingehen? Achso, ne, ich dachte, du machst vielleicht den Waffe auf. Achso. Schon wieder vergessen. Pass auf, dass du nicht in das Feuer ranrennst. Ja, alles aufsammeln, alles meins. Oh, jetzt kommt wieder hier so. Ich bin immer vorsichtig. Ja. Angst, dass das alles rausgesprungen kommt. Es passiert ja eh erstmal nichts. Also es greift ja nicht instant an. Nikasia schreibt, ich glaube nicht, dass Pfaff weiß, wer Nikasia ist, oder? Doch. Doch, sagt er. Die Person, die das gerade geschrieben hat. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut, ja, stimmt. Ist auffallend. Echt jetzt? Geht's hier noch weiter? Ja. Uff. Ich habe Angst, aber ich keine Ahnung. Und hier spaltet sich das auch nochmal ab. Cool. Ja, hier geht's einmal wieder so ein Yokai-Kampf. Ja. Na, cool. Ich pull mal. Ja,
mal eine Waffe gewesen? Komm, eine Waffe hat geklappert. Na, schauen wir mal. Was ist auf der neuen PC hier? Ist ein Tor. Oh, liegt was. Was hat er? Aber Kuss. Hier waren wir schon mal. Ist ein Abakus nicht zum Rechnen? War das nicht der Abakus? Ja. Yeah. Dieser Rechenschieber? Ja. Geil. Oh, ich kann aufleveln. Ich hab wieder neue Seelen, die ich einstimmen kann. Ach, so ein Feuerangriff. Der sieht auch nicht schlecht aus. Der Hammer. LOL. Ich glaube, ich mach gleich mal andere Sachen. Warum? Die neuen Seelen, die ich bekommen habe, also diese R2-Viereck-Dreieck-Fähigkeit, ich glaube, die ändere ich jetzt mal. Da gibt es eine, die gefällt mir mehr. Da greift er den Gegner und schlägt den so weg. Deswegen würde ich gerne die Seelenkerne mal ganz kurz verwalten und einen neuen einstimmen. Dann mach das. Aber hier waren wir auch schon, also ist jetzt wenigstens nichts Neues hier. Komisch, dass wir bis hierhin wieder zurückgelaufen sind. Oh cool, und hier ist noch ein... Ist das ein anderer Weg, also wir hergekommen? Wie kann man... Wie war denn das nochmal? Wo kann man die denn nochmal... Du kannst das, wenn wir die Mission vollendet haben, in der Hütte machen, ja. Ach so. Das hier geht. Ich glaube, wir müssen erst mit der Mission zählen. Aber hier gibt es zwar Seelenkerne einstimmen, aber dann fragt er mich... Achso, dann muss ich meinen Schutzgeist wahrscheinlich erstmal wählen, ne? Seelen einstimmen, Schutzgeist. Ah ja, ja, doch, ich hab's gefunden, es geht doch jetzt. Es gibt so einen extra Menüpunkt, da heißt Seelenkern einstimmen, aber ich muss, immer wenn du einen Seelenkern einstimmst, fragt er dich nach dem Geist, den du halt drin hast. Achso, ja. Da kannst du auch nochmal welche einstimmen, deswegen. Was wolltest du? So, was nehme ich denn stattdessen dafür raus? Ich dachte, du wolltest deine Skills von dem Tanfass ändern. Ich glaube, ich nehme den Affentanz raus, wo der Affe immer diesen Speer schmeißt. Stattdessen nehme ich jetzt den Hammer mit rein. Obwohl das Schwert eigentlich auch ziemlich stark. Oh, wir probieren es mal aus. So, jetzt bin ich wieder ready. Wir können weitermachen. Na, alles nur für eine Abkürzung. Ich hoffe, dass du nicht in das Feuer rennst. Ja, es ist irgendwie mega kacke platziert. Das ist ja nicht mal eine Abkürzung, du gehst ja nicht wirklich mehr zurück dahin. Alles für eine, dann halt korrigiere ich mich, alles für eine Fake-Abkürzung. Naja. Pass auf. Okay, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht die ganzen Wege, die wir gehen konnten. Pass auf, da oben ist einer. Nee, du, der Säule. Ich weiß die ganzen Wege nicht mehr, wir sind wieder vorhin gelaufen, sag mal. Weißt du das noch? Also hier oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Doch, die Tore haben wir da geholt. Ja, die haben wir alle schon gemacht. Bist du jetzt hier runtergesprungen? Weg. Ich bin runtergehüpft, ja. Bis auf das Feuer. Ach, hier sind wir jetzt. Wie sind wir denn da nochmal lang gekommen, ey? Was ist hier hinten? Ah, hier hinten war das. Die Tür dann. Nun, warte mal. Runter sind wir schon, ne? Ja. Schon runter? Ich glaub ja. Ja, und hier war noch nichts mehr. Okay. Oh. Ich geh hoch. Das ist alles so verwirrend. Irgendwie sind wir nochmal ganz oben gekommen, dann gab es da noch einen Weg raus.
Achso, vielleicht hier dann hochklettern? Maybe. So, voll. Die bangen wir gerade mega rum. Hier nicht, ne? Das ist da, wo wir gerade lang gelaufen sind. Wir sind jetzt genau da, wo wir jetzt vorhin auch fahren. Irgendwie. Ja. Aber wo soll es denn noch höher gehen? Nee, es ging irgendwo raus an der ZA. Ah. Fuck. Ah, da ist ein... So, und wenn wir die Leiter jetzt hier runterklettern? Gucken. Ah, das ist ein komisches Ding. Ich komm. Aber sind wir nicht gestorben oder irgendwie sowas? Muss das darum nochmal machen? Nee, ich weiß nicht, dass wir weiter runtergeklettert sind. Gestorben sind wir. Doch, wir sind einmal gestorben. Ja, wo sind wir denn gestorben? Das ist so mein Problem jetzt gerade, weil ich nicht weiß, wo wir denn gestorben sind. Ne, hier waren wir auch schon wieder. Hier laufen wir jetzt gerade im Kreis. Ich hab echt keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Und hier gehen wir jetzt halt einfach zu dem Boss, glaube ich, ist das. Ich weiß halt echt nicht. Nicht, dass uns halt wieder irgendwas fehlt, ne? Ich weiß es gerade auch nicht, wo wir da. Aber wir sind einfach lassen und hier langlaufen. Also Boss machen. Ja. Weil ich weiß echt nicht mehr, wo wir noch, wo das war. Ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr, wo wir noch. Was vergessen haben, weil hier alles irgendwie im Kreis auch führt. Nicht, ja. Dass wir da gerade schon waren und denken, so, das war das aber nicht, aber dabei war das das. Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Null Ahnung. So. Sequenz mit Boss. Ja. Wahrscheinlich. Okay. Sorry, ich hab, als die Sequenz kam, dich gemutet. Hast du noch was gesagt? Ja, das ist egal. Ich hab keine Muni mehr oder irgendwas. Oh. Okay, also musst du aufpassen, explodiert viel. Oh, okay, der kann instant deine ganze... Also zumindest meine. Ganze Ausdauer wegballern, wenn du parryst da. Ja, ist alles weg an Ausdauer. Fallen lassen. Weil wo hat Wasser? Das ist die Chance davon. Aua. Ja.
Boah, Alter. Ja, aber ich, ist egal, ich fahre immer da den Witz gestellt. Ja, ich auch davor, aber... Ich kann bloß nicht kontern da drin. Oh, Alter. Aua. Pass auf. Oh, Wirbel. Damit er rausgeht aus dieser Phase, glaube ich. Na, ich habe keine Heilung mehr. Ungünstig. Na, diese blöden Explosionen, die kann ich nicht verteidigen, weil die überall sind. Ja. Weiß ich aber. Ist ja klar. Kickt irgendwie gerade noch. Aua. Oh fuck! Ich dachte, was macht er in dieser Form nicht? Shit. Ist nicht gut, ich bin tot. Ich bin weggebrochen worden. Danke. Das ist wieder Wasser gewesen, eigentlich. Ich weiß gar nicht, was Wasser hier ist, ey. Ich sehe nichts. Ich ja, hab doch ganz Feuer. Viel Feuer, ja. Ich konnte überhaupt nichts sehen. Wie viele Webdecke? Ich konnte gerade überhaupt nichts sehen, weil ich meine Kamera in der Wand war. Ich wusste nicht, dass ich im Fall stehe. Ach Mist, jetzt hat er mich. Ja. Hat sich weggelaufen. Saufen. Ach Mann, ich darf bei dem nicht parryen, das geht nämlich nicht. Nein, mach's zur Not, sonst wird jetzt Kreis, auch wenn es nicht dieser eine Attacker ist da. Mach das runter nicht. Kannst du wenigstens damit ausweichen. Ja genau, er guckt zu dir und macht seine komische Special auf mich. Ja, das hat mich vorher auch gekillt, weil das auf dich ging. Und das ging an, also ich dachte, es geht auf dich und plötzlich greift er mich an. Alter, nee, ich hab keine Chance, ich sterb die ganze Zeit gerade. Ja, wenn du nicht weißt, wie du wegkommen sollst, drück halt die Kreisattacke. Jetzt, bei Kreis kann ich nicht überleben. Naja, du, die Leiste ist auch weg. Ah. Ist jetzt auf dich allein gestellt, leider. Er hat halt mich die ganze Zeit gecombot und ich habe versucht weg auszuweichen, weil das sonst immer geklappt hat, aber jetzt hat es gar nicht mehr funktioniert. Sehr gut. Mega knapp, ey. Ich hatte wirklich Angst, hier gerade am Ende zu verrecken, habe ich das mega safe gespielt. Ja, ist ja richtig so. Ich hätte das irgendwie auch anders spielen sollen. Ich hätte ja, nicht du musst so dich halt daran gewöhnen, dass, wenn du jetzt irgendwie denkst, kannst du nicht mehr ausweichen, benutze ruhig die Attacke hier, auch wenn das kein roter Angriff ist, weil das bringt dich wenigstens aus der Attacke dann raus. Ja, aber ich habe gedacht, weil das davor mal geklappt hat, das Ausweichen hier, das hier, oder? Das hier. Mein Dash, den ich da hab. Das da. Das hat sonst immer funktioniert, aber diesmal ging's halt gar nicht. Ich glaube, der Typ hat einfach so große Reichweite gehabt.
Ich meine, davor gegen ihn hat es ja funktioniert, aber irgendwie bei Achso. diesem Move gerade, den er gemacht hat, zum Schluss gar nicht. Da hat es nicht mehr funktioniert. Ja, ich mach mal wieder sequenztechnisch. Jo. Moral of the story is, you're not enemies. And why are you traipsing around with the yokai in the first place? Me? I'm gonna be like the sun, blazing high in the sky. Sounds like quite the scam. I mean, I'll be so strong, no one else will stand a chance. And I just want to slay yokai. Nothing more, nothing less. Hold on! Look, I can see you have doubts, but maybe this'll... Out of my way! Listen, join us. Or where that came from. What is this? Pocket change? You insult me. Next time I see that thing, it'll taste my blade. Hey, wait! Haben wir sowohl beleidigt. Oder er. Oh, niederknien haben wir jetzt als... Cool. Emote. Oh, das ist der Wirbel, den man da bekommt. Ah, oh, nicht schlecht. Das sieht echt nice aus. Für große Gruppen von Gegnern. Das stimmt, der Wirbel. Nice. Oh, ein Haufen Titel, ey. Genügend Astralwissen gesammelt, um bestimmte Metamorph-Fähigkeiten freizuschalten. Oh Gott. Das, was du gerade meintest, Haufen Titel. So, und jetzt haben wir eine Schmiede. Hier kannst du deine Spieldaten, erhaltene Titel und Bedingungen zum Freischalten neuer Titel einsehen. Hier kannst du Rufboni für erhaltene Titel auswählen. Für Rufpunkte kannst du Rufboni erhalten. Nachdem du deinen Bonus gewählt hast, wird der entsprechende Eintrag in der Liste ersetzt. Dann kannst du den nächsten Bonus wählen. Okay. Ich gucke erstmal wegen der Ausrüstung, die ich bekommen habe. Ich habe auch keine Ahnung, was mit dem Ruf hier, das mit dem Ruf auf sich hat. Verwirrt mich halt eher.
Oh, ich habe die Maske von den Vieh auch bekommen. Das denke ich auch mal. Okay. Also es ist ein Helm. Gott, solche Idee. Na gut, jetzt mal gucken, was man mit den Titeln hier auf sich hat. Scheinbar kann man erhöht die Menge Anima, erhöht die erhaltene Amrita-Menge, meine ich. Reduziert Elementschaden, erhöht den Schaden aller Yokai-Fertigkeiten. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner nach ihrer Niederlage Ausrüstung zurücklassen. Erhöht deinen Key-Wert. Erhöht die durch Elixiere generierte Lebensmenge. Beschleunigt die Ki-Regeneration. Okay. Das erste ist halt Erfahrung, das zweite ist, wie schnell sich der lilane Balken erhöht. Das dritte ist, wie voll der sein kann. Das letzte ist halt, wie lange du verwandelt bleiben kannst. Was sind die Anima-Ladung oder? Nee. Anima ist das lilane, wie schnell das sich auffüllt. Ich weiß auch nicht, was jetzt am besten wäre. Die Wahrscheinlichkeit, dass besiegte Gegner Seelenkerne fallen lassen. Achso, das andere Sachen als ich. Naja, die wechseln auch. Sobald du eins ausgewählt hast, ja, hab ich auch mitgemerkt. Hast du komplett andere Fähigkeiten da. Was ist denn Onmyo-Magie? Ja, das ist die Talisman-Magie da. Das ist eine, wo du Feuer dich buffen kannst. Okay. Erhöht die Kraft von den Jutsu-Techniken? Also ist das stärker wahrscheinlich, ne? Ja, das, was ich benutze mit den Shuriken-Werfen und so. Kommen irgendwie immer die gleichen Sachen. Ich auch, aber ich nehme das jetzt auch einfach nur so. Ach, mit der 1 kannst du auch noch was wechseln. Ja, ja, ich weiß. Bei dem einen hatte ich 2, bei dem anderen habe ich 12 gehabt oder so. Achso, ja, bei dem habe ich 24. Bei Agio hatte ich 2 und bei dem Ungio hatte ich halt 12. Und jetzt habe ich erstmal alles verteilt. Immer das genommen, was mir gefällt, wie Gesundheit hoch, Ki hoch. Ja, ja. Das, wo ich mir denke, das könnte nützlich sein. Ach so, und das bringt dann Rufpunkte. Bestimmte Titel freizuschalten bringt Rufpunkte scheinbar. Ja, glaube ich auch. Also weil hier steht zum Beispiel Seelenkerne sammeln, wenn ich jetzt, ich habe 12, wenn ich 50 sammle, kriege ich plus 10 Rufpunkte, steht hier. Weil dann kriege ich den Titel Seelenkernsammler plus 10 Rufpunkte. So würde ich das jetzt lesen. Ja, dachte ich auch so. Und einschätzen. Yep. Gut, dann gucken wir nochmal nach Ausrüstung, ob ich was Neues bekommen habe. Ich habe eine heilige Waffe bekommen. Eine heilige Waffe, okay. Das ist das Gegenteil von den Yokai-Waffen.